Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir und ich habe es letzte Mal erwähnt, wir wollen uns heute Strukturen widmen. Jetzt schreibe ich mal auf, wie man so eine Struktur definiert und wir werden erstaunliche Parallelen zur Klasse finden, die wir ja schon kennen. Nun, eine Struktur in C-Sharp wird so definiert. Diesmal schreibe ich nicht Class, diesmal schreibe ich Struct. Das ist nämlich das Keyword dazu. Struct, ja. Braucht einen Namen, ja. Struct nur Name. Geschwungene Klammer auf und dann brauchen wir Members. Ja. Zum Beispiel public int wert1 Strichpunkt, dann machen wir public bool wert2 Strichpunkt und so weiter, können wir so viel reinpacken, wie wir wollen im Endeffekt. Ja. Und wir können sogar Methoden drinnen verwenden. Also wir können zum Beispiel public void Methodenname, Methode 1, Klammer auf, irgendwelche Übergabeparameter, geschwungene Klammer auf, zack, zack, zack. Also ganz normal, zack, 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 zack. Ja. Schaut aus wie eine Klasse. Ja. Schaut aus wie eine Klasse, ist es aber nicht. Ja. Die Definition ist also sehr ähnlich wie eine Objektklasse. Was sind jetzt die Einschränkungen? Im Unterschied zur Klasse, ja, ist Struct ein Value-Typ, heißt das. Ja. Eine Klasse ist ein Referenztyp. Ja. Schreiben wir das auf, Struct ist ein Value-Typ. Was heißt das? Ja. Class ist ein Reference-Typ. Im Speicher. Ja, im Speicher wird Struct, wenn ich den erzeuge mit New, macht man genauso. Ja, also ich sage Strukturname. Meine Struktur. Kann man so machen, ja, ist gleich New Strukturname und dann greife ich ganz genauso wieder auf die Dinge zu, ja, meine Struktur. Punkt. Wert 1 zum Beispiel, ja. Ist gleich 12 Strichpunkt. Das ist ganz genauso. Ja? Ist ganz genauso. Value-Typen wird dahinter dieser Variablen, ja, steckt die komplette Struktur. Ja? Das wird im Speicher so abgelegt. Ja? Habe ich eine Klasse und definiere das praktisch mit Klasse, dann steckt hinter dieser Variable nur ein sogenannter Zeiger, der zeigt dorthin, wo die Klasse liegt. Ja? Deswegen Referenz. Dort ist nur an der Stelle, wo die Variable ist, ist nur eine Referenz. Bei der Klasse, bei der Struktur ist dort die ganze Struktur. Ja? Ein Value-Typ, der liegt
liegt im Stackspeicher, heißt das. Und die liegt im Heap-Speicher. Im Stackspeicher liegen so alle anderen Variablen liegen da drin und da um. Ja. Also eine Struktur verhält sich eigentlich so wie ein primitiver Datentyp, wie ein Int, wie ein Bool, wie ein Standarddatentyp. Ja, wenn ich eine Variable anlegt, Park, Variable anlegt, puff, da ist, im Speicher ist und ein Objekt. Ja. Wenn ich die Variable Objekt des Objektes anlege, ist es nur mal eine Referenz, die zeigt einmal noch nirgends hin und mit New holt er sie aus dem Heap-Speicher, aus dem Haufenspeicher, also aus einem großen Speicherbereich, genügend Speicher und sagt, dort liegt es, dann zeigt die Klasse dorthin. Ja? Das ist der große Unterschied. Und das ist nämlich auch der Unterschied, wenn ich zum Beispiel eine Variable oder zwei unterschiedliche Strukturen aufeinander zuweise. Weise ich eine Struktur einer der gleichartigen Struktur zu, wird die Struktur darüber kopiert. Gell? Wird die ganze Struktur kopiert. Weil und bei der Klasse kopiere ich nur die Adresse. Dann zeigen die praktisch beide auf den gleichen Speicherbereich. Das schauen wir uns im nächsten Video am Computer an. Ja? Und was hat das jetzt für Einschränkungen? Naja, Strukturen können nicht vererben. Ja? Strukturen können nicht vererben. Also die können keine Basisklasse sein, die können keine abgeleitete. Es gibt keine abgeleitete Struktur, es gibt keine Basisstruktur, es gibt eine Struktur fertig. Ja? Da gibt es nichts Erben. Ja? Das heißt nämlich ja, protected gibt es nicht. Ja? Macht da keinen Sinn. Privat oder public. Ja? Aber protected, was hat das für einen Sinn? Wenn eh nicht, wenn eh nichts Erben. Ja? Es gibt keine Erben. Ja? So schaut das aus. Also eine Struktur schaut eigentlich fast genauso aus, nur wird es eben in einen anderen Speicher abgelegt und hat Einschränkungen. Ja? Also dieses ganze coole Ding, wie wir bei der Klasse gehabt haben, mit abgeleitete Klassen und dann, das funktioniert da nicht. Wie gesagt, das nächste Mal schauen wir uns am Computer an, da werden wir eine Struktur und eine Klasse gleich aufbauen und dann schauen wir uns an, was passiert, wenn wir die herumkopieren und dann irgendwelche Werte ändern, dass wir das vielleicht mit dem Value- und Reference-Typ noch etwas besser verstehen. Das passiert im nächsten Video. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.